Hi und willkommen, mein Name ist Anirol B. und ich bin kurz zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Wir kommen gerade frisch aus Bowsers Festung mit Bowser. Und ja, wir werden jetzt noch ein bisschen hier durch die Welt wandern und gucken, wo wir noch ein paar Geister und so erledigen können. Ne? Ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist hier links zu dieser einen Stadt zu gehen, wo ich immer wieder nicht hinfinde. Jeff, Dreck. So, meine Frage ist, wie kommt man hier rein? Irgendwo muss doch nur so ein Schalter oder so was sein. Irgendwie hier oben war, glaube ich, noch was, was ich aktivieren konnte oder so. Ja, das da. Oder ist das irgendwie ein anderes Gebiet? Ich glaube, da war ein anderes Gebiet, ne? Da kann ich sein, dass ich da nicht weiterkomme. Wann waren die nochmal? Dreck, ne. Hier bis einatmen. Ja, halt sich oft fortlaufend. Ja, da sind aber so richtig nervige Dinge, die ja noch übrig sind, ne? Pauline, ach ja. Jetzt weiß ich, warum die ganze Stadt hier noch nicht irgendwie aktiviert ist. Warum ich hier noch nicht so viel erledigt habe. Aber ist hier, Jeff. Boah, hier war ich doch halt. So, hier, Mario. Hilfe, Truppe der Feen, machen dir das Leben schwer. Der Gegner sind auf Smash angefallen. Das können wir ja mal versuchen. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Reflektieren. Das ist ja, damit wir irgendwie am Anfang mit so einem Franklin-Bett starten. Also dieses Ding, was Schüsse reflektiert. Und hier ist ja Dingens Pong als Helfer-Trophäe. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird, aber wir können es aber versuchen. Es funktioniert. Ich habe damit die Helfer-Trophäe erledigt. Gut. Ein bisschen Vorbereitung und das läuft. Ist ja richtig gierig, da auf mich raushauen, ne? Was mein Franklin? Nein, jetzt habe ich es nicht mehr. Dreck. Ich muss sie schnell raushauen. So, komm. Rüstert. Willst du mich verarschen? Er ist dagegen geschützt. Oh, warum bist du so schwer raushauen? Tschüss. So. Stehe nicht, warum das jetzt hier wieder so nervig war. Da war ja mal echt irgendwie, weil er nicht competitive gespielt. Ey. Ich bin außerhalb der Stage, der kommt mir hinterher. Aber da war ja drin. Ketten und geil. So, was haben wir noch? Hier sind auch noch ein paar. Also, gucken, Biri, die war ja irgendwo, aber die kriege ich nie im Leben down. Das ist eine Truhe. Hallöchen. Okay, hier ist er noch voll einfach. Wie habe ich denn das übersehen? Spezial unten. Warte noch mal. Ich habe mein Dings einsetzen können. Ja, du pflanzt einen Baum, geil. Schau den Baum um. Ich habe irgendwas rausgehauen. Ich habe beide rausgehauen. Gut. Okay, ich habe jetzt nicht größer Themen, nur so einfache Sachen übrig sind. Ich will aber jetzt mal. Aber guck mal, was ich hier noch finde. Oh nee. Jena setzt oft Würfe ein. Und mal hier wieder drauf. Oder das eine ist besser dagegen. Warum nicht? Ja, verdammt, ich habe da extra. Mit Zeigart irgendwas anderes noch gemacht. Sollte ich vielleicht mal ausrüsten anstatt hier Franklin Batch. Wieso setzt Würfe eigentlich auch? Na. Oh. Boah. Also jetzt Würfe ein und versucht noch mal mich zu werfen.
habe gerade eine Mine gekickt. Was machst du jetzt? Tschüss. Okay. Pff. Ach ja, der Ultra Smash ist schnell bereit. Da bringt er jetzt auch nichts mehr. Gewicht hoch. Nee, Bowser ist schon schwer genug. Da brauchte ich noch mehr Gewicht. Gut, Schatzruhe. Kriegen sogar hier was geregelt, ey, gut. Ah, Nego, mach dir Mut gegen senkrechtes Bildschirmspiegeln. Brauche ich nicht. Da war es hier drinne. Machen wir ja schon mal drinne. Oder ist das... Nee, das ist neu. Was hat der? Okay. Ach, da sind doch von Splatoon hier die Dinger. Ich habe letztens jetzt gespielt. So. Dr. Light. Also gehen auch so aus. Oh Gott, das ist jetzt nicht genau das. Der Gegner versucht Abstand zu halten. Na, warte, du. Also mal. Such mal Abstand vom Bowser zu halten. Und, ja, sehe ich. Doch, dich muss ich nur erledigen, ne? Habe ich da richtig gelesen? Hab ich wieder verpennt. Versuch mal hier von Abstand zu halten. Ich werf einfach diesen anderen Typen in dich rein. Ich habe gar keine Autoheilung, merke ich gerade. Stimmt. Tschüss. Ey. Er ist auch doof. Du machst ja gar nichts an, ne? Komm her. Wie habe ich geschafft, den ganze Zeit damit zu treffen? Jawohl, Elektroschaden, Elektrobodenschutz. Geil. Oh, Dr. Light, danke. Oh, das ist genau das, was ich gerade brauche. So, ah, ich sehe. Ich muss ja wählen. Ja, da komme ich ja nicht weiter. Das ist, wenn man hier den aus dem Weg gehen wollte, ne? Ja, bringt mir nichts. Irgendwo da lag gerade einer am Boden, glaube ich, da oben. So. Macht das hier? Das alles klar. Dann gib mir das mal. Oh Gott. Teenie. Ich erscheine nur bestimmt Pokémon aus Pokéball. Oh Gott. Dagegen hätte ich gerne. Muss ja zu schaffen sein, ne? Jetzt den richtigen Dings holen, ne? Erhöht Katapultierbarkeit für dich. Ich bin Bowser. Wird ganz schön schwierig sein, mich zu katapultieren. Oh Gott. Der hat sein Ultra Smash ready. Macht das Victini? Bin ich jetzt schon draußen? Ja, nee. Ich habe eine Idee. Vielleicht funktioniert das ja. Bowser ist knallhart. Ich will den da, wenn wir runterziehen. Na, oh, das zählt nicht. Ja, das ist wie bei Gendendorf. Aber ich glaube, die befreien sich dann noch eine Sekunde, bevor ich irgendwie gewinne, ne? Oh Gott. Oh Gott, aber gut. Eigentlich voll der passende Kampf, ne? Beide voll die Wrestler.
wie ein Wrestling Moves. Oh Junge. Pff, weg damit. Aber vorhin habe ich den die ganze Zeit getroffen, ne? Gibst du jetzt einfach nicht, ey. Ultra Smash, Ultra Smash, Ultra Smash. Ja. Komm, jetzt hau ich dich raus. Hier. Hu. Nein. Oh. Komm her. Geht's eigentlich noch nerviger? Willst du mich verarschen? Wie kann er jetzt 10-mal hintereinander? Wie hat er es geschafft, jetzt 10-mal hintereinander diesem blöden Angriff auszuweichen? Das gibt's jetzt einfach nicht. Oh. Dreck, ey. Jetzt treffe ich dich natürlich wieder, ist klar. Oh, direkt davon werde ich getroffen. Ja, wer, der taucht mich schon direkt raus. Hey, komm schon. Ich sein, hat mich da sofort raushaut. Hey, ich meine, Bowser wiegt ganz schön was. Komm, mach irgendwas Doofes. Ja, ich bin gerade gesprungen, sehr gut. Er scheint doch nicht nochmal Victini zu rufen oder so. So. Irgendwie kann ich den nur damit treffen, also mache ich das auch. Was? Ey, komm schon. Boah, nee. Wenn ich mir irgendwas einfallen irgendwann. Ist mir zu nervig jetzt. Ich will jetzt hier nicht 10 Minuten daneben hocken. Tschüss. Ja, ich habe mir die Truhe da. Das mache ich jetzt. Oh ja. Ich könnte mir vielleicht sogar schon helfen, ne? Dann machen wir hier. Schildknöpfen, Würfe hoch, Luftsprung plus 1. Aber hier war irgendwas gut, glaube ich. Agile Landung, nee, was? Er hat leicht angefangen, Items in der Luft. Von Kantengriffen und verlängert Kanten verwundbarkeit. Ich weiß gar nicht, was das. Bei 0% Schaden, leicht Angriffstempo, da bringt mir alles gar nichts. Naja, machen wir das hier. Eine super zweite Luftsprung, der klingt sehr gut. So, wo gehe ich jetzt hin? Ah, da ist noch eine Truhe. Da ist noch ein Gegner. Die Dene. Ich mag alle. Ernsthaft. Aber Pitch und ich mag sowas von alle. Wir hatten richtig behämmert. Oh Gott. Da ist aber nur einer. Ah. Ist nur der am Boden. Au! Es war Paradies für Pichu. Masochisten. Ich habe den mit einem Schlag schon 50 abgezogen. Ja. Tschüss. Alter. Ich habe nach all dem, was ich da gerade bekommen habe, 50 Schaden bekommen. Und dann komme ich einmal und schlag den und der hat schon 50 Schaden bekommen. Oh. Elecman. Oh, ich gehe das jetzt strategisch hier an. Ja, wird schon klappen. Da war jetzt effektiv gegen den, oder? Ja. Ah. Ist so ungewohnt, dass ich mal volle AP hab. Und schon weg. Einfach weggeklatscht. So, verpiss dich, ich bin Bowser. Du bist Pikachu, Gott. Was willst du eigentlich? Wenn der Riesenschildkröte die Feuer spucken kann. Du bist eine Maus, die Elektrokräfte hat. Be please. Susi.
Teilverwandlung für Gegner. Ja, schon wieder ändern. Ja, Metall kann man schmelzen mit Feuer. Oh Gott. Ja, wieso macht das so viel Schaden? Nein, die Pisser haben mich vergessen. Oh, oh gut. Alter, macht aber auch Schaden. Oh, diesmal nimmt er mich mit. Man wollte oder nicht. Von den beiden muss ich überhaupt erlegen. Ich erlege uns beide hier. Buff. Hut ab. Hm. Bowser ist ganz schön einfach. Ne? Er hat aber auch krasse Angriffe. Ne? Auf fliegende Gegner halt sehr schnell. Gut, so weit, so gut. Bis auf Victini, Fuego. Lief noch alles. So, Ruhe. Auto. Was? So, dich brauche ich nicht mehr. Ich brauche auch nicht mehr. Auch dich brauche ich. Aber dich brauche ich nicht mehr. So, da ist Victini. Das hier muss ich aktivieren. Und das hier muss ich aktivieren. Und da ist ein Kämpfer. Riesen Elektrowelt. Aber sagt mir jetzt nicht der ganze Boden wieder. Und dann weiß ich auch nicht. Oh, was? Willst du mich verarschen? Ich mir jetzt extra hier für ein Ding erstellen. Ey, das kotzt mich schon wieder so an. Alter, ich krieg dich auch so raus. Ich berühre halt nie den Boden. Hier. Was? Das hat meinen Angriff abgewehrt, ey. Das gibt's jetzt einfach nicht. Boah, nee. Dann tun wir uns extra ein Set hier für Dingens herstellen eben. Keine Ahnung. Ja, Notverleilung und Elektroboden. So. Rum. Ich glaube, ich gehe gleich ins Dojo da. Von Ryoma. Boah, jetzt wäre mir... Geh mir ja nicht auf... Alter. Halt du mal... Alter. Lass mal aufhören, so hyperaktiv zu sein. Je größer sie sind, desto tiefer fallen sie. Ja. Was ist das? Mein Gott, warum macht das so Schaden? Ja, du bist sehr groß. Heißt, ich werde dich ja wohl treffen, ne? Boom. In die Fresse. Geil, wenn ich Thumbnails machen würde für dieses Projekt, dann... Zwei Dinger direkt. Wenn ich Thumbnails machen würde, dann wäre die Sache auf jeden Fall ein Thumbnail gewesen. Pikachu hier mitten gegen den Bildschirm. So. Was habe ich jetzt? Habe ich dieses eine Tor geöffnet in der Nähe der Stadt? Ja, bei dem einen Kämpfer. Jaha. Das ist nicht so wichtig. Das ist halt nur Abkürzung. Und das ist auch nicht wichtig. Sehr gut. So, aber da ist noch ein Kämpfer, sehe ich gerade. Oh, und alle Dinger sind aktiviert. Ja. Nö. Okay.
mal das Ding, ja, wie komme ich zu einem Einkämpfer dahin? Da wollte ich noch machen, will ich das Dojo da schaffen. Dann auch noch Kämpfer, was? Ja. Aber das muss ich aktivieren. Okay, was? Ach, hier lang, boah. Da brauche ich ja immer noch einen. Komm ich da hin? Ist hier noch irgendwo einer? Ja. Brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Geht ab vorbei. Danke. So. Zack. Nochmal da, Pitch. Oh. Nicht unbedingt einen Charakter, den ich haben will. Komm her. Ich verbrenne dich. Das wäre noch mal ein Donnerschock, so wie Pikachu halt immer macht. Kannst du nicht? Nee, weil du dich ja selber wehtust, ne? Aber liebst du doch. Das war schon. Macht voll den Sumo-Stoß. Was ist das? Ah. Was? Oh. Dieses Mistfähig. Ja, Bowser sollte nicht gegen Pichu verlieren. Alter. Bleib mal stehen. Sag mal. Alter. Bleibst du mal stehen, du blödes Viech. Gibt's doch nicht. Mich da leider an. Damit haut er mich jetzt raus, pass auf. Ah, mega Heilung, ja. Aber wenn die immer schwieriger? Je mehr Kämpfer ich gerade am Freischalten bin, der will schon wieder. Der hat schon wieder diesen Kack gemacht, ey. Voll competitive Scheiß, den er hier macht. Spiken nennt man sowas. Sag mal. Ich krieg hier sowas Kotzen. So ein Pitch und Counter von Bowser oder was ist das hier? Ja, macht ihr selber Schaden damit, sagt er. Der liebt das oder die, keine Ahnung, egal. Ich mach mich voll fertig. So, jetzt komm her. Na, warte, du. Warum ist er nicht nach draußen geflogen? So. Boom. Boom. Alter. Warum war das so schwierig? Ich verstehe das nicht. So. Das haben wir. Das haben wir. Da brauche ich nicht mehr. Wie komme ich jetzt da oben hin zu den einen? Habe ich den schon versucht? Habe ich überhaupt geguckt, was da ist? Dann muss ich das hier. Dann brauche ich immer noch einen. Den kann ich nicht rausnehmen. Ah. So, was haben wir da noch? 4 Sterne. Was ist
Flippy Toad. Wir gehen versucht Abstand zu halten. Solche Kämpfe liebe ich ja. Aber warte, du. So, ich nehme an, den Frosch muss ich erledigen, ne? So, du. Mal piss dich erstmal. So, gut, jetzt nur du. So, komm. Schränken wir erstmal, wo du dich hinbewegen kannst, ne? Na, Dreck. Boom. Gut. Kampf beginnt mit grüner Box. Also Metall. Wir gehen als Metall. Mat. So. Alles klar, raus hier. Nur Victini hier übrig. Gegen das lasse ich mir schon irgendwann was einfallen. Und jetzt noch den einen Kämpfer und dann gehen wir in das eine Dojo und schalten das noch frei. Oder ich nehme an, es ist ein Dojo, weil Ryoma irgendwie der Leiter davon ist und wenn ich vorstelle, hat er irgendwie Sachen verkauft. Also er hat der zweite Fire Emblem Charakter, der irgendwie Sachen verkauft. Mr. Sandman, finale Boss von Punch Out. Wii. So, ich habe jetzt nicht geguckt, was der noch alles kann. Ich weiß nur Ausdauer Smash, ne? Ne. Und das Gegner einschaut. Oh ne. Ach, außerhalb des Rings, okay. Ja. Ich hätte eigentlich Little Mac hier spielen sollen. Weil dieser Kampf ist ja passiert, Little Mac gegen Donkey Kong. Das erlaubt dem Boxen. Uff. Ich könnte eigentlich hier das Ding auf den einstürzen lassen, ne? Nein. Oh Gott. Gut. Er hat keinen Bock auf den seine Ultimate. Aber meine war auch gerade ready. Gut. Alles klar. So wir uns noch den Kämpfer. Little Mac, passend. So, da wird jetzt wahrscheinlich wieder voll schwer, weil ja, für die werden immer schwieriger. Je mehr Kämpfer ich frei. Ja, ob volle Möhre reingrannt, ne? Hey. Schon ist er weg. Nein, er ist noch da. Ich weiß, du willst ein Ding einsetzen. Willst ein Ding einsetzen, ne? Ja, aber das wird mich nicht raushauen, weil ich Bowser bin und ich bin fett und ich kann den hier. Little Mac kämpft nun mit. Gut. Boah. So, wenn ich jetzt noch Ryoma wiederfinden würde, ne, das wäre gut. War irgendwo hier, glaube ich, ne? Jetzt holen wir uns auch noch, komm. Irgendwo, wo der Zug war, war das. Wo war der Zug? Hier irgendwo, da war das, ne? Ich glaube, hier war das. Oh Gott, bis ich erstmal wieder dahin finde, ne? Nein, oh. Ich drück gar nicht nach oben, ich drück nach rechts. Aber hier geht irgendwie voll den anderen Weg. Oh, nee, weiter. Weiter muss das gewesen sein. Wallhart. Warum muss ich jetzt extra hier rumfahren, damit ich da hinkomme? Gut.
meine ja, aber das, ne? Nee, was? Falsches Dojo. Da. Wie komme ich da hin? So ein Dreck. Ey. Muss ich wieder darum? Oh. Ich bin mir ziemlich sicher, so können Züge nicht fahren, aber okay. So, gegen dich brauche ich meinen Anti-Elektro-Boden. Jetzt überhaupt einen schon hergestellt? Nee. Da will ich vielleicht nicht haben. Ich will Zygarde. Dr. Wily. So. Das muss ja jetzt zu machen sein, ne? In die Elektrizität rein. Wir haben aber immer noch einen Shop, glaube ich, ne? Ungefähr. Ich würde eigentlich dazwischen durchfallen. Boah, wieso bin ich denn jetzt wieder da oben gegangen? Ja, der kommt natürlich genau und dann bin ich geschlagen. So. Okay, Aktivitätsleiter. Corins großer Bruder. Rioma. Zwei am langen Fates. So, haben wir dann auch erledigt. So. Ist auf jeden Fall ein Dojo, ne? Ja. Dämon. Angriff hoch, Abwehr runter. Dann wäre schon wieder was, was mir gefallen würde. Aber mich jetzt aber erstmal gehen wir jetzt ein bisschen ins Baum. Wirf hoch. Ja, Dreck. Nicht genug. Es war hier. Seht ihr das in der Mitte? Da in der Mitte ist nur eins frei. Also muss da irgendwo doch noch ein Shop sein, ne? Wo habe ich denn da was verpasst? Muss ich mal irgendwann gucken. Wily Kapsel. Irgendwann muss ich ja Geld ausgeben für die. Nur. Keine Ahnung. Noch nicht jetzt. Gut, gehen wir mal zum Hauptmenü. Gucken wir mal. Beim Meilenstein oder was weiß ich. Kämpfe gerettet 38. Okay, was mich aber wundert, ist folgendes: Abenteuer. Er hätte 50 Kämpfer. Wo sind denn noch 12 weitere Kämpfer? Also ich habe doch fast alles da erledigt. Außer dieser finale Boss da, den wir da haben. Könnte vielleicht sein, dass irgendwie in dem auch irgendwie noch so eine Dungeon ist, ne? Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich irgendwo 12 Kämpfer verpasst habe. Ich meine, ich habe doch, glaube ich, alle jetzt hier, die hier rumlatschen. Nee? Aber da oben ist noch was. Das ist noch ein Kämpfer. Ja, einer. Ah, ich gucke jetzt hier auf die Icons irgendwie. Ihr versteht, was ich meine irgendwie. Ich habe die ganze Karte aufgedeckt und ich sehe nur noch einen Kämpfer jetzt auf der Karte. Warum ist da? Da war ein Stern irgendwie. Ja, da ist ein Stern. Das heißt, ich war da drin und habe das aktiviert, nehme ich an, ne? Da oben war Bowsers Festung. Also hier.
Also ich habe da drin alles erledigt, weil bei den einen ist noch kein Stern. Ja, bei dem ist noch kein Stern. Also ich habe da noch nicht alles erledigt, nehme ich an. Und hier irgendwo in der Mitte muss hier noch irgendwo ein Shop sein. Irgendwo hier muss ein Shop sein. In der Mitte. Oh, wo? Weil ich nehme an, das soll ja die Karte sein, ne? Ja. Anna zum Beispiel, wo ist Anna? Keine Ahnung. Oder ist das, sind das nur Dojos, die angezeigt werden? Ich weiß es nicht. Ja, ich werde mich hier noch mal umgucken und dann sehen wir ja, was hier noch alles übrig ist. Und ja. In dem Sinne sage ich erstmal, wir gucken noch mal in den Shop. Und dann kann ich den Part beenden. So, hier mal Robin. Ich habe mir letztens Fire Emblem Warriors geholt und da ist der Auto rein. Ey, ich krieg so Kotzen. Warum? Vor allem im Originalspiel, wo der herkommt, heißt der nicht so. Hä? Junge Zelda, Evolution möglich. Gut, reicht für heute, oder? Nur Geist habe ich. Bin ich nah dran an 777? Ja, nur 60. Cool. Gut. Dann würde ich sagen, ich beende Partie. In der nächsten Folge sehen wir uns weiter im klassischen Modus, wo wir wieder ein bisschen weitermachen hier an hier alle Charaktere im klassischen Modus durchzuspielen. Und ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.